Grün oder gelb, dann ist es grün. Kommen wir zur nächsten Runde. Ist es blau oder gelb? Wenn es weder blau noch gelb ist, dann ist es grün, ne? Ist es grün? Weder blau noch gelb noch grün, dann ist es rot. Kommen wir zur nächsten Runde. Was ist nur los mit mir? Ich muss schon wieder eingedöst sein. Ach, das... Hoffe ich doch zumindest, dass das jetzt so weit geht. Also das letzte ist auf jeden Fall rot. Können wir noch... Welche Farbe... Es wird ein gelbes Feld sein. Also gut, los geht's. Ach, doch rot. Ah, das war leider... Willst du es doch... Nee, das ist... Lieber nicht. Wie du meinst, du kannst... Ich glaube, das Rätsel werde ich kurz offline machen und dann wird das irgendwie funktionieren, hoffentlich. So, ich habe es geschafft, die richtige Kombination. Bei mir war jetzt gelb, rot und blau. So, gar nicht so richtig dolle gut. Exakt. Vielleicht kannst du auch in die Zukunft sehen, so wie ich. Bestimmt nicht so gut wie sie. Bekomme ich nun meinen Haufen Gold? Aber sicher, du hast ihn dir verdient. Vielen Dank. Yes, Jackpot. Wir haben einen Haufen Gold. Ja, wir sind stinkreich. So, gehen wir wieder in die Stadt. Zum Magier. Der kriegt jetzt nur noch sein Geld. Meister Mark? Ja? Ja, hier haben Sie einen Haufen Gold. Ich habe hier einen Haufen Gold für Sie, Meister Markus. Tatsächlich? Erstaunlich. Wen hast du denn überfallen? Ich würde niemals jemanden überfallen. Echte Helden tun so etwas nicht. Und das möchtest du sein? Ein Held? Kein einfacher Job. Aber danke für das Gold. Damit habe ich meine Aufnahmebedingungen erfüllt, oder? Ich habe die Robe, den Zauberstab und einen Haufen Gold. Ich muss zugeben, ich hätte nicht damit gerechnet. Gut gemacht. Danke sehr. Und du bist sicher, dass du das Gold riskieren willst? Natürlich. Es ist gut angelegt. Na, wenn du meinst. Damit bist du nun offiziell mein Zauberlehrling. Der Einzige... Und seit langer Zeit erste Schüler in Meister Markus magischer Magierschule. Wow. Und was muss ich tun, um ein Magierdiplom zu bekommen? Du musst die drei Prüfungen bestehen. Ich hätte es wissen müssen. Tja, was sind denn die drei Prüfungen? Was muss ich alles tun, um Magier zu werden? Was für Prüfungen muss ich bestehen? Nun, das ist einfach. Drei Prüfungen in beliebiger Reihenfolge... Erfolgreich hier vor mir abgelegt und du erhältst dein Magierdiplom. Zum einen musst du einen magischen Trank brauen. Kräuter, Tränke und Tinkturen sind ein wichtiger Zweig der Magie. Als nächstes musst du ein mächtiges, magisches Artefakt in deinen Besitz bringen. Es ist wichtig, kostbare magische Gegenstände zu besitzen. Es unterscheidet uns Magier vom gemeinen Volk und sie können sehr nützlich sein. Und selbstverständlich musst du hier zumindest einen Zauber vorführen. Ganz egal was. Vielleicht etwas mit Schafen? Das klingt nicht gerade nach einem Nachmittagsspaziergang. Das Gold gibt es nicht zurück. Ich habe dich vorher gewarnt. Ich werde es schon schaffen. Keine Sorge. So. Ich würde gern den magischen Trank brauen. Wie geht das? Das ist im Prinzip wie Kochen. Du musst die Zutaten besorgen und dann alles in dem großen Kessel dort zusammenrühren. Das ist alles? Im Prinzip schon. Nur, dass dir deine Gemüsesuppe nicht um die Ohren fliegt, wenn du in die falsche Richtung rührst. Oder eine Zutat wenige Sekunden zu spät hinzugibst.
Du kannst alle Zutaten hier aus der Schule verwenden. Einiges wirst du aber selbst suchen müssen. Aha. Welchen Trank würden Sie denn empfehlen für Anfänger? Keine Ahnung. Einen potenziell nicht tödlichen würde ich vorschlagen. Vielleicht ein Heiltrank oder ein Mana-Trank? Ich bitte dich, das sind doch keine echten Zaubertränke. Die werden heutzutage in 159-Liter-Fässern industriell abgefüllt. Nein, es muss schon etwas schwieriger sein. Schau ruhig im Bücherregal nach. Dort stehen Rezeptbücher. Okay. Was genau meinen Sie mit magisches Artefakt? Und wo soll ich eins herbekommen? Das ist ja gerade der Witz an der Aufgabe. Magische Artefakte sind extrem selten. Je mächtiger sie sind, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wie mächtig muss es sein? So genau kann man das nicht sagen. Du zeigst mir ein Artefakt und ich bewerte, ob es mächtig genug ist. Nur bei außergewöhnlich mächtigen Stücken kannst du dir sicher sein. Legionen von Magiern sind seit Generationen auf der Jagd nach solchen Stücken. Und wenn man erst einmal solch ein Artefakt hat, dann gibt man es nicht mehr her. Es gibt sogar eine Geschichte, dass der berühmte Magier Balthasar der Brüchige sein mächtigstes Artefakt mit in den Tod genommen hat, damit kein anderer Magier es in die Finger bekommt. Mit in den Tod genommen? Wie soll das gehen? So genau weiß das niemand. Aber der Spiegel dort drüben hat damit zu tun. Er gehörte Balthasar. Und irgendwie hat er es geschafft, sein Artefakt mit auf die andere Seite zu nehmen. Was war denn das? Um was für ein Artefakt handelte es sich? Ein Amulett. Das weiß man von alten Porträts. Aber wozu es in der Lage war, weiß heute niemand mehr so recht. Es ist außerordentlich mächtig, so viel ist sicher. So mächtig, dass ich auf jeden Fall die Prüfung bestehen würde, wenn ich es hole? Darauf kannst du Gift nehmen. Na gut, dann hole ich es. Viel Erfolg dabei. Das ist ein Geisterspiegel. Nur Geister können ihn durchqueren. Gibt es vielleicht einen einfachen Weg, ein Geist zu werden? Klar, du musst sterben. Wenn du dich für das Thema interessierst, solltest du mal im Sumpf des Todes vorbeischauen. Dort lebt jemand, der dir sicherlich weiterhelfen kann. Der Sumpf des Todes? Ja, der ist hier auf meiner Landkarte. Ich kann schon zaubern. Ich habe diese roten Funken mit meinem Zauberstab gemacht. Ich bitte dich. Das ist doch keine Magie. Nein. Du musst einen echten Zauber vorführen. Etwas verschwinden lassen oder verwandeln. Irgendetwas in der Art. Die besten Novizen verwandeln traditionell jemanden in ein Schaf. In ein Schaf? Warum das? Schafe sind die Glückstiere unseres Ordens. Sie sind flauschig, sie sind warm. Hast du etwas gegen Schafe? Nein, ich weiß nur nicht, wie so etwas geht. Natürlich nicht. Es erfordert jahrelange Übung. Jahrelange Übung? Ich habe keine Jahre. Ich brauche das Diplom sofort. Selbst einfachere Zauber, Levitation oder dergleichen, brauchen viel Übung. Immer vorausgesetzt, in dir steckt überhaupt genug Magie. Ich muss einen Spruch finden, den ich heute noch lernen kann. So etwas gibt es nicht. Zumindest nicht bei mir. Bei mir kannst du in den nächsten Monaten deine ersten Sprüche lernen. Für alles andere musst du dich woanders umsehen. Okay. Ich muss weiter lernen. Auf Wiedersehen, Herr Lehrer. Auf Wiedersehen, kleiner Schüler. Doch ob Wilbur zaubern lernt, das sehen wir uns beim nächsten Mal an. Ciao, ciao.